Zweiter Tag, Trainingslager in Belek, neues Hotel. Wie sind denn die Bedingungen hier für euch? Ja, wir sind sehr zufrieden. Jetzt zu Beginn des Trainingslagers haben wir ein gutes Hotel, sehr viel Ruhe beim Essen, aber auch auf den Zimmern. Das ist auch sehr wichtig, dass man sich auch zwischen den Trainingseinheiten auch erholen kann. Insbesondere gilt es natürlich für die Spieler. Auch der Trainingsplatz ist nur ein paar Schritte entfernt. Ein sehr guter Rasen. Wir können wirklich in Ruhe trainieren, haben tolle Bedingungen und ich hoffe natürlich, dass es bis zum Ende so bleibt. Gestern beim ersten Training war die Intensität noch nicht so hoch, aber heute ging es schon richtig gut zur Sache. Wo liegen denn die Schwerpunkte in den nächsten Tagen? Ja, wir arbeiten hier natürlich ausschließlich im taktischen Bereich, weniger im athletischen Bereich. Das betrifft sowohl die Defensive wie die Offensive, mischen das auch immer wieder. Heute Vormittag ging es um Spielzüge, das Offensivspiel, insbesondere in Gruppen gearbeitet. Alex Raaf, mein Co-Trainer, mit den Defensiven. Ich habe mich um die Sturm- und die Offensiv-Mittelfeldspieler gekümmert. Da einfach Spiel in die Spitze, schneller Torabschluss. Heute Nachmittag geht es ins Defensivverhalten, Viererkette, viele Zweikämpfe. Morgen früh sind es wieder Gruppen, die Viererkette, die Sechser im Spielaufbau. Der Rest beschäftigt sich mit dem Spielaufbau. Dann natürlich auch große Spielformen, viele Wettkampfformen. Und natürlich auch haben wir drei Testspiele, die für uns sehr, sehr wichtig sind. Da wollen wir uns mit sehr guten Mannschaften messen. Von daher werden es intensive weitere 8 Tage. Und wie gesagt, die Bedingungen sind hervorragend und die wollen wir natürlich auch perfekt nutzen.